Hallo. Hi. Hallo. Das ist Diva. Genau. Ich habe gesagt, bei 50.000 eigentlich, weil wir kommen mit unseren Spendenzielen nicht hinterher, habe ich gesagt, bei 50.000 werde ich zur Diva. hat geklappt. Also ich finde dein Schlappen-Cosplay finde ich besonders geil. Ja, finde ich auch. Und du bist? Ich bin Dirty Diana. Dirty ich bin Diana wieder zurück. Ist wieder aber da. Alles klar. Ja, die Mukoviszidose-Dame, die hat mich gefragt, ob ich nicht einfach ein Engelskostüm anziehen möchte. Und ich dachte mir so, ja, ich habe eh nichts zu tun gerade, dann mache ich das. Und dann habe ich noch Pan gefragt, ob denen noch eine coole Perücke da ist. Und dann meinte sie, ja, die Dirty Diana-Perücke ist wieder da. Und dann ja, ist gedacht, wieder da. Alles klar. Dann bin ich wieder back in business. Riechst du das eigentlich? Also ah, das riecht da draußen, ist der Grill. Der Grill ist mittlerweile an, da sind Sachen drauf. Es riecht richtig gut hier. Oh, ich hoffe, wir haben hier keinen Vegetarier, der geht heute leer aus. Wir sind aber übrigens, also wir sind jetzt hier, weil es steht ja noch was an. Ja. Wir müssen ja noch, Peter muss ja noch was machen. Peter muss noch was machen. Mit Peter wird was gemacht. Mit Peter wird was gemacht. Und Peter macht ein Cosplay auch. Das ist richtig. Aktuell. Und, ja, also. Wir haben ja gesagt. Wir haben ja gesagt, Peter macht bei 75.000 was ein Cosplay für Hella von Sinn, richtig. So wie wir Peter kennen. Und so wie wir Peter kennen. Also eigentlich musste gar nicht so viel gemacht werden. Nee, wir können vielleicht mal den aktuellen. Wollen wir den aktuellen Stand mal gucken? Ja, lass uns doch mal den aktuellen Stand gucken. Wollen wir den aktuellen Stand gucken? Wollen wir ein bisschen teasern? Gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Ah, ja. Das sieht doch schon mal echt ganz geil aus, muss ich sagen. Wie fühlst du dich? Nee, du musst hier bleiben. Ach so. Okay. Sonst muss ich nicht so viel bewegen und ich sehe einfach nicht so viel. Ja, okay. Ich muss sagen, wenn man lange Haare hat, das ist schon echt seltsam. Ich muss aber sagen, ich finde, es fehlt noch, du musst noch die orangene Brille drauf machen. Hast du da was im Haar? Was denn? Hey, weiß ich nicht, ich entlauste dich mal. So. Geil. Die Perücke habe ich übrigens bekommen. So, aber genau, die orangene Brille fehlt. Jetzt guck mal, weil jetzt müsste eigentlich... Ja. Ich eigentlich schon mehr wie Hella von Sinn. Ich möchte darüber sprechen, wie scheiße die beiden Biester hier aussehen. Hallo? Hallo, Cosplay, und ihr seht aus wie die billig-Trash-Transen der Welt. Ja, das ist doch schön. Ach, schön. Wir sind bei Weihnachten. Vor Weihnachten gibt man sich doch Mühe als Engel. Ja, wir sind die Hübschen. Wir sind die Hübschen. Trapperinnen nämlich. Ja, in der Tat. In der Tat, Frau von Sinn. Die zwei Hübschen von Frau von Sinn, sage ich jetzt einfach mal. Frau von Sinnens. Ist auch egal, wir sind die Hübschen. Oder die beiden Peters. Oder die beiden Peters. Ich glaube, wir sehen ihren Normalzustand ähnlicher als meinen Normalzustand. Ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, der Lippenstift steht dir. Du siehst selber, dass die Zähne noch weißer sind. Ich habe zum Beispiel unfassbar braune Zähne, aber mit dem roten Lippenstift kommen die einen Hauch weißer rüber. Das ist ein guter Lebenstipp allgemein. Ja. Wenn man braune Zähne hat, egal ob Männlein oder Weiblein, ist ja egal. Das Problem ist ganz einfach gelöst, indem man Lippenstift aufsetzt. Yep. Aber roten Lippenstift. Geht nur mit roten Lippenstift? Ja, mit schwarz wird es auch gehen. Ich denke, es geht um den Kontrast. Oder? Guck mal, wir sehen uns da. Oh, bei der Geburt getrennt. Oh, jetzt doppelt. Bei der Geburt getrennt. Original und Fälschung. Es ist so schön, dass Sie uns heute hier besuchen und tatsächlich Zeit gefunden haben, uns hier zu besuchen, um diesen kleinen Joke mitzumachen. Wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. Sehr gerne. Ich habe es eben schon einem Kollegen gesagt, der FC Köln spielt gegen Schalke jetzt und diese Schmach muss ich mir nicht antun. Da trinke ich lieber Sion aus hellen Gläsern. Das ist genug Qual. Ja, in der Tat, aber ist besser als gar kein Bier, sag ich immer. Besser als gar kein Bier, okay. Ja, also, immerhin. Es gibt auch Glühwein, habe ich gehört, aber dann... Ah, Glühwein, und ihr riecht schon nach Schrimps. Ja, wir haben den Grill. Und meine arme Maskenbildnerin hier, Nancy. Sie hat's geleistet, Sie hat das geleistet und die weint hier, weil es so nach gebratenem Fisch riecht. Sie ist Vegetarierin, das gute Kind. Ist es nicht so? Ja, es ist so. Das tut mir sehr leid. Böse Männer, das ist ja so männerdominiert hier. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon festgestellt haben, die letzten 3-4 Stunden. Also jetzt ist jetzt zumindest einer rübergekommen. Also die Frauenquote wurde deutlich verbessert insgesamt. Allein schon durch Ihren Besuch. Ja, das stimmt. Ja, also allein schon dafür, dankeschön. Das stimmt. Aber das ist tatsächlich ein bisschen so bei der ganzen YouTuber-Szene. Frauen sind da nicht so viel unterwegs, beziehungsweise wenn dann nicht so erfolgreich. Ja, ich habe schon euren Manager oder ich weiß nicht, von Ihnen oder von jemand anderem getroffen, der hat so einen Hals und sagt, wenn Frauen, dann Beauty-Tipps. Ja. Ja, ist das zum Kacken. Ja, ist zum Kacken. Da muss ich jetzt 2017 mal hier hinkommen und so sagen, hier, hey, Lima, auch YouTube.
Aber kennen Sie das vielleicht? Ich habe keine Webkamera, mein Computer ist von 1974, ich kann leider von zu Hause nicht mitmachen. Aber ihr habt doch alle YouTube-Studios, könnt ihr mich nicht einladen? Und ich kriege so spezielle Cosmo. Sehr gerne. Spielplätze? Sie wären nicht die Erste aus dem Fernsehen, die es mal auf YouTube versucht. Und einige haben das sehr erfolgreich geschafft. Wer denn? Gute Frage. Wer hat das erfolgreich geschafft? Luke Mockridge hat das sehr erfolgreich geschafft. Hat einen eigenen YouTube-Kanal. Na, was der aber auch erfolgreich. Vielleicht kann ich an dieser Stelle sagen, dass ich auch auf dem Internet zu sehen bin. Ja, gerne. Ein Comic-Talk habe ich bei Massengeschmack TV Hamburg. Habe ich mir sogar vorhin noch angeguckt. Das war sehr sympathisch. Das ist gut, ne? Ja, weil ich bin ein richtiger Comic-Fan und wir haben richtig eine schöne Sendung und wir haben Ingo Römling neulich zu Gast gehabt, Sarah Borini, ganz profilierte Comic-Zeichner und Zeichnerin. Und machen da einen ganz aufgeräumten Comic-Talk. Ja, stimmt. Also die dicke Tante ist auch im Internet unterwegs. Aber wenn ich jetzt Comic und auch Comedy höre, ist dann nicht theoretisch das ähnlich mit der Frauenquote, dass da viel zu wenig eigentlich was Frauen unterwegs sind? Oder geht's? Ich wiege ja für 10 und deswegen haben wir die Quoten auf allen Ebenen richtig hochgepusht. Könnte mehr sein. Ja, es kann immer mehr sein, ja, genau. Hase. Es kann immer mehr sein. Ja, das glaube ich. Sie sind nicht nur für den Joke hier, sondern auch noch für ein kleines Spiel. Das habe ich eben gehört. Gut, dass ich Alkohol trinke. Ich soll, glaube ich, Pantomime machen, oder ja, was? Ja, Pantomime. Wir machen zu viert, spielen wir. Zu viert mit den beiden schlecht gekleideten Männern, oder was? Genau das. Hallo? Genau das machen wir. Wir spielen zu viert Pantomime. Da sind auch schon die Begriffe. Die müssen wir eigentlich machen wir das jetzt hier im Stehen? Also muss ich jetzt hier die ganze Zeit stehen? Sie können sich zwischendurch hinsetzen, wenn es ums Raten geht. Wir können uns auf den Zug zur Toilette fahren. Wir können uns auch auf den Boden setzen. Nee, die Ecke ist nur für die Wichtigen? Ist nur für die Wichtigen? Wir können uns auch auf die Ecke setzen. Warum sitzen wir? Die Technik schafft das. Wir können gerne hier stehen bleiben. Die Technik hat gesagt, wir können rübergehen. Also Couch. Wenn schon die Couch angeboten wird, dann sollten wir die auch nutzen. Also ich bin ja so ähnlich wie Sie eingestellt. Ja, Sie sind auch nicht so gerne unterwegs zu Fuß. Nee, das ist immer, also von daher, ja. Immer mehr Parallelen. So, ja, genau. Vielleicht kann man den lieben Netzsteckern kurz erklären, dass wir eine Mail bekamen, ich soll sagen, was ich heute anziehe, zum Beispiel blau, damit du mir ähnlicher siehst. Ja, das hat halb gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich sage, ich habe keine normalen Overalls, ich habe ja nur von Hasi Hartlieb geklöppelte Overalls. Und deswegen habe ich gedacht, ich komme heute mal wieder. Ich laufe die ganze Woche schon in diesem Trapper-Outfit rum. Aber ich habe gerade bei Festartikel Schmidt hier einen Karnevalsladen in Köln. Ne, da könnt ihr doch so ein lustiges Outfit finden, damit wir zumindest ein bisschen trapperig rüberkommen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es nicht so leicht war, so einen Aufzug zu bekommen in meiner Größe. Da mussten wir lange. Bist verrückt. Ja, wirklich. Ist so. Und wo habt ihr das dann jetzt her? Amazon. Ist ja sehr schön. War jetzt nicht so leicht. Wir sind halt die Internetgeneration. Aber das bringt mich jetzt so seit Wochen schon wieder zu Tränen. Weihnachten steht vor der Tür und der Einzelhandel krepiert, weil alle alles bei Amazon kaufen. Ich finde das traurig. Ich bin Jahrgang 59. Ich liebe den Einzelhandel. Sorry. Das kann ich absolut verstehen. Aber ich meine, wenn man in Köln wohnt, ist es vielleicht auch noch einfacher, in den Einzelhandel zu gehen. Aber wenn man halt Richtung Land geht, dann wird es irgendwann immer schwieriger. In Gießen habe ich schon Probleme. Ja, in Gießen hast du schon Probleme. In Gießen habe ich schon Probleme. Aber in Köln durchaus. Da liefert aber auch nicht mal Amazon vernünftig hin. Ja, okay, dann ist er sowieso scheiße oder scheiße. Also von daher, scheiße. Also ich versuche auf jeden Fall mit Büchern zu machen. Wir haben den Taschenbuchladen auf der Zülpicher Straße, Tante Kiel. Ich versuche jedes Buch bei Tante Kiel zu bestellen, damit die noch weiter mehr erhalten. Das ist sehr gut, so ist Amazon ja gestartet, weil die damals die Bücher, also die haben am Anfang nur Bücher gehabt und haben dann einfach günstiger angeboten als der Einzelhandel mit Büchern und haben dann halt die ganzen Bücher reingekillt. Ein paar leben. Guck mal, der Einzelhandel wäre geknebelt, weil die Vorgaben haben mit Kohle, da können die gar nicht so viel Das ist tatsächlich, Amazon hat Vorgaben, aber die haben halt trotzdem so diesen Service, dann keinen Versandkosten auf einmal gehabt, das waren die Ersten so mit und dann haben die Leute sich auch gedacht, ja gut, bis nach Hause. Darf ich dir mal sagen, dass du richtig gut aussiehst? Oh, das ist so lieb, aber das Kompliment kann ich direkt zurückgeben. Eigentlich. Kennt ihr den schon länger, den Mann, oder seid ihr zufällig? Ja, leider. Ja. Die sind Teil meines Teams. Teil meines Teams. Und ihr habt immer gesagt, er sieht aus wie Heller. Wir kennen uns von der Schule. Früher in der Schule hat er die Haare sich noch nicht gestylt, da hingen die so alle runter. Da sah er erst recht aus. Ich hatte ja früher längeres Haar. Aber sieht er nicht echt super er aus? Er sieht wirklich genauso aus. Deswegen, wir haben den Witz kreiert und jetzt... Die Zuschauer haben aber auch den Witz kreiert, muss man dazu sagen. Ja. Wir haben übrigens jetzt ist aber auch mal da selber. Hashtag Danke, Heller. Oh mein Gott, ist das gut.
Hashtag danke Hella. Das ist die ganze super. Zeit rattert schon da durch. Ja. Ich fürchte, ich sehe gerade männlicher aus als du. Kann das sein? Nein. Ja, gut. Cosplay. Werde ich mich einfach. Ja, genau. Genderplay. Cosplay. Cosplay, Genderplay. Wir sind jetzt. Wir oben. Playen jetzt was anderes. Wir playen jetzt. Ich sage mal Prost. Das heißt, hier stinkt es dermaßen nach verbrannten Schrimps. Ich bin froh, wenn. Aber ich ist es Schrimps? Ich dachte, Schrimps. Fleisch. Fleisch. Das wird richtig lecker. Auch noch Fleisch. Ja, ich freue mich schon drauf. Sind Sie Vegetarier? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre es, ich bin es nicht. Ja, aber okay. Wenn ich es vermeiden kann, ich bin leider so ein kleiner Wurst-Junkie. Also dann nochmal das Brötchen mit der Jagdwurst an sich. Noch Salami. Mehr gemein. Siehste? Ja, ja. Aber jetzt so ein Lappenfleisch muss ich nicht haben. Mal eine Wurst auf dem Weihnachtsmarkt, wenn es nicht so arschkalt wäre in Köln. Ja. Okay, also jetzt erster Begriff, ich gebe den einfach mal dir. Bitte in die Kamera halten. Ich in die Kamera und dann spiele ich den, ja? Ja, du spielst den, also erst in die Kamera halten und dann wir drei raten. Ah, da müssen wir uns aber die Augen zuhalten, weil da sind ja Monitore. Also wir sollen uns nicht in die Monitore gucken. Wir spielen fair, wenn du hältst, wir spielen fair. Und auch nicht in den Chat gucken, ich mach den Chat. Nein, wir gucken nichts, wir machen die Augen zu. Lass mal so stehen. Kann man das fokussieren, warte mal? Falls das unten jemand hört gerade, darf ich trotzdem schon mal fragen, habt ihr bestimmte Bereiche, Film, Fernsehen, Berufe oder irgendwas? Ja, irgendwas. Oh, irgendwas. Irgendwas ist das Thema. Wir sollten vielleicht noch eine Sache klären, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Wir hatten immer so Sachen wie erstes Wort und das heißt zweites. Könnt ihr mal die Fresse halten hier? Wir versuchen die Nation zu unterhalten. Danke. Mann. So. Endlich wird hier aufgeräumt. Musste ich kommen, ne? Ja, die so nehmen uns ja hin? Ihr nehmt uns ja nicht ernst. Wo stelle ich mich denn am besten hin? Ruhe jetzt für hier. Die Kamera. Wo stelle ich mich am besten hier neben den Kollegen? Weil dann hat er uns eventuell, wenn er ein bisschen weiter zurückgeht. Ja, genau. Dann sieht man auch was. Dann seht ihr auch was. So, pass auf. Also, die Kamera also und da ist eine das ist echt schwer. Du musst noch näher zum Kollegen gehen, dann bist du mit drauf. Jetzt ohne Scheiß. Dann komm noch mal näher zum Kollegen. Ja, aber dann wird es ja. Ja, wir sehen dich. Nein, aber du musst ja auch zu sehen sein. Ja, aber es gibt ja die Fischaugenkamera und es gibt die Kamera. Wir haben die Kamera. Ah, ihr könnt schneiden. Ja, geil. Na dann. So, pass auf. Ja. Ach, du machst erstes Wort, zweites Wort. Ja, das ist erlaubt. Aber erstes es ist Wort. Ein Wort. Nee, erstes Wort. Auch? Oh Gott. Mhm. Zwei Wörter. Ja, okay, erstes Wort. Explosion. Raketenstart. Geysir. Rakete. Was? Raketenstart. Raketenstart? Was? Okay, Moment, jetzt kommt's. Rakete? Raketenschrift? Moment. Startschrift? Moment, was schreibt er denn da? Papier. Vertrag? Nee. Geheimabkommen? Geheim. Raketenabkommen? Kalter Krieg? Korea. Nordkorea. Was war denn nochmal das erste Wort? War das erste Raketen? Rakete, okay, Raketen. Ja, ist ja gut! Nein, ich meine ihn. Raketengeheimnis oder was? Raketenschrift. Was machst du denn da? Raketenabkommen. Er schreibt auf jeden Fall was. Hat es was mit Schrift zu tun? Ist der Begriff Schrift in dem zweiten Wort drin? Der zweite Begriff. Nee, ist er nicht. Okay. Schrift. Raketenbuch. Der ist Schreiben. Schnell schreiben. Nee, Raketen... Was gibt es denn für einen Begriff mit Raketen? Was macht man denn mit Raketen, wo man was schreiben muss? Ich überlege. Jetzt mach mal! Ja, ich überlege doch gerade! Befehl! Das ist ein Tisch. So, Tisch, Vertrag, Regierung. Okay, er sitzt da dran. Pult, Raketenpult. Atomstart. Okay, da wird... Richter. Richter, nee. Raketengericht. Was? Was war denn? Ich bin raus. Okay. Ihr macht den Scheiß schon länger. Okay, also du schreibst auf Papier, sag. Raketenpolizei. Was ist das denn für ein Mixer da? Ist das ein Richter? Raketenkontrolle. Raketenpult. Boah, klär uns auf. Und du hast verloren. Weil ihr das nicht rauskriegt. Nein, du hast verloren. Je nachdem, was es für ein Begriff ist. Ja, wir entscheiden das dann. So, wenn du es gut gemacht hast, haben wir verloren. Einigen wir uns bei Begriff 1 auf Rakete. Plus N. Raketen. Ja, okay. So, und jetzt? Der zweite und jetzt, pass auf. Das Ding hat vier Buchstaben. Raketen. Mops. M-O-P-S. Start, nee, Union nicht. Also alles nicht vier. Stift, nee, das ist off. Raketenschritt. Oh Gott, ja, Asien, China. Was machen die denn die ganze Zeit? Ja, was denn? Raketentest? Ja! Test, Raketentest! Da war der Lehrer! Der quasi. Das ist ja Raketentest. Ah. Wie denn? Wie soll ich denn einen Test? Ja, das hast du gut gemacht. Test ist doch scheiße. Das hast du gut gemacht. Ja. Du hättest vielleicht noch den Schwangerschaftstest geben können. Oh, gute Idee. Ein Lob von Ella von Sinn. Ja!
Ich habe alles im Leben. Okay, der, du bist jetzt dran. Ja, komm, ja, genau. Ich setze mich okay. zu euch. Kann man da unten mal Fenster öffnen, dass es hier nicht mehr so nach gebranntem Fleisch stinkt? Komm mal ran. So, nicht zu den Monitoren gucken. Ah ja. Ach ja, weggucken, stimmt. weggucken. Oh, das war gar nicht so schwer, aber Raketentest ist auch schwierig. Das ist, okay. das ist echt schwer. Aber das ist hart. Finde ich auch schwer. Ey, diese aber Haare hat okay. Korea ja schon Sacknerhaare. Ja, also wirklich. Ah. So. Was kommt jetzt Schönes? Ein okay, Wort. Okay, ein gut. Wort. Okay. Mir bricht der Flügel ab. Streber! Aufzeigen, Streber! Melden, Schule. 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 Schule ist ja einfach. Wie? Ein Wort? Ja, Schule? Ja. Ist ja mega einfach. La, ich kann, ich kann nur das machen, was da drauf steht. La, la. Und ich krieg Raketentest. Really? Jetzt hab ich aber gewonnen, ne? Ja, oder wie? Ja. Was gibt's denn für Preise? Ja, als Preis ist, ja, Sie sind dran. Preis dürfen Sie jetzt mal Tobi spielen. Aber jetzt wird nicht mehr mitgeraten von der Lampen. Boah, da muss ich machen. Nee, er macht doch mal. Augen zu. Okay, ja, okay. Augen zu. Wo gehe ich hin? Zu Ihnen? Ja, genau, zur Kamera. Kann in die Kamera zeigen. Hier ist, was ist da, ein Loch? Da ist ein Loch. Ja, da ist ein Loch, da muss man aufpassen. Boah, ich habe so Bock auf Fleisch. Die gehen die Flügel voll auf den Sack. Die, ja, das glaube ich. Die gehen die Haare auf den Sack. Die gehen mir auch auf den Sack. Boah, jetzt wird's richtig ruhig. Oh, okay. Von Sinn darf nichts sagen. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, okay, ein Wort. Ja. Oder erstes Wort. Erstes okay, Ruhe, ein Wort, Ruhe okay. im Saal. Ein Wort. Ruhe im Saal. Heller von Sinn. Nee. Cool. Geld? Das ist so ein... So Geld, oh, 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 okay. Angeber. So Macho? Angeber? Donald Trump. Player. So what? Schwimmer? Schwimmen. Dagobert Duck. Oh, ganz nah dran. Okay, Duck, Dagobert? Geld raushauen, Geld raushauen. Was heißt ist das? Der ist ein Millionär. Ja. Das war's? Ah, Millionär. Millionär, Junge! Der Snob hat es gemacht. Boah, das ist ja wie abgesprochen, dass hier jeder mal drankommt. Jeder darf hier einmal hin. Ah, das war sehr gut. Okay. Das wäre sehr gut. Ich rutsch mal hier auf, damit... Jetzt wieder weggucken! Mal, danke. Ja. Okay. Das wäre echt gut. Ja, schön, danke. Ja, ich mache das ja auch beruflich. Pantomime? Konnte man sehen? Ja, ich glaube, man konnte sehen, oder? Ja, okay, alles klar. Ja, ich hätte auch auf Tod... Okay, ich lege jetzt mal das Mikrofon weg. So, jetzt musst du aufpassen. Ich will vielleicht noch raus. So, ein Wort. Erstes Wort. Ein Wort. Ein Wort. Michelin-Männchen. Schneemann. Nein! Nein! Wie geil bist du denn? Alter! Nee! Schneemann, Junge! Da wäre ich nicht drauf gekommen! Aber es war? Darauf ein High Five, Christian! Da merkt man aber, dass ihr eingegrooftes Team seid. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen unfair. Das ist schon, wobei, also Schneemann, das war schon echt nicht schlecht. Ja, das war genial. Das war genial. Es, ja genau, also es gibt ja nur Michelin-Männchen oder einen Schneemann, der so... Ja? Das könnte unmöglich irgendetwas anderes gewesen sein. Wo sind die Begriffe? Na, ich war so ein bisschen im Dildo. Ja, hier. Ich war ein bisschen im Dildo-Bereich. Magst du mal? Oder Buttplug. So. Aber gut, entfernen wir uns wieder... Oh, weggucken, weggucken. Ja, einfach weggucken. Ich muss auch mal sehen. Ja, ich will halt weggucken. Mir rutscht der Rock hoch. Oh, ich fühle mich gerade echt so... Ach, süß. Komm, gib uns Sex. Okay. Komm, Jake, gib uns Sex. Ich darf breitbeinig sitzen. Okay, Christian ist am Stüsseln. Geil. Ein Wort, ja, okay, easy game. Schule. Kellner, Tablett. Ja. Kellner. Oh, als ob! Als ob! Und ich krieg Raketen! Ja, was soll ich denn machen? Warum krieg ich denn Raketen? Ich kann mir doch keine Worte ausdenken. Komm, das ist leider komisch. Ja, ist es auch. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du für eine Funktion innerhalb der Gruppe hast? Fühlst du dich etwa ungerecht behandelt? Ja, vielleicht. Ja! Selbst bei Pantomime. Frau von Sinn ist... Eine Stunde kennt sie uns. Wie gut, uns. Dass eine ich als, ist sie hier. Wie gut, dass sie als, kennt halt schon ne, uns. Als Supervisorin heute Abend mal zu euch gestoßen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Aber wer ist jetzt dran? Sie haben wieder die Ehre tatsächlich. Eigentlich schon. Ich sag schon wieder? Ja, Sie haben es erraten. Ja. Ach so geht das Spiel. So. Oh, sorry, noch nicht kapiert. So, Zettel. Ja, Zettel. Augen zu. Ja, Augen. Ja. Ja. Oh, ich muss wieder mit dem Loch aufpassen. Oh. Okay. Boah, diese Haare. Alter, rotz mich doch nicht an, ey. Boah. Weißt du aber nicht, wie ich das halten soll, dass es sich so wegblendet. Da hat man's. Oh. Da haben wir's. Okay, jetzt. Oh ja, ja. Ich darf aber nicht auf die Karte gucken. Okay, super. So. Zwei Wörter, okay. Ist aber eigentlich. Okay. Ach so, wäre es vielleicht einfacher. Gut, komm, wir machen zwei. Zwei. Erste. Rasieren? Kette. Nee, Kette. Wie heißt nee, hast du gesagt. Halskette? Okay, Kette. Okay. Kette. Zweites Wort. Ketten. Kettenkarussell. Ja! What the? Warum ist meine Hand so versifft? Was habe ich getan? Und ist mein Lippenstift genauso versifft? Hilf nee, ihr Lippenstift sieht fantastisch aus. Ah, danke. Ja, aber schön. So gut wie du kann ich heute Abend nicht mehr aussehen. No. Das ist gut. Das ist, dafür sind wir da, dass ihr noch besser aussieht. Ja, das stimmt.
Oh, guck mal, was da gerade weggeht. Was passiert? So. Fleisch? Ja, das Fleisch geht weg. Vielleicht geht damit auch der Geruch weg. Ich würde sagen, wir machen aber noch. Ne? Himmel, ja, klar. Muss man eben gucken. Die anderen, wir geben jetzt den anderen kurz die Möglichkeit, auch mal was zu essen. Oh, weggucken, will ich am Bildschirm gucken? Ja, ich habe nicht geguckt. Okay, das ist gut. So, cool. Okay, hast du was Einfaches? Ah, okay, was hast du? Hast du was Einfaches? Oh, er sieht ja ganz anders aus in Wahrheit. Das steht ja doch, Christian. Das steht hier aber auch. Ich dachte, du wärst Diva. Oh, jetzt die Haare absetzen. Okay, ja, eins. Eins Wort. Swimmingpool. Surfen! Surfer? Habe ich jetzt als erstes gesagt? Ja, das hast du geschafft. Ja, okay. Yes. Jetzt dran, ja. Yes. Surfer. Also, ich würde sagen, Helle von Sinn sieht man hier vorne am meisten. Egal, ob eine oder die andere Variante. Okay, müsste man gesehen haben. Das ist doch Harley Quinn. Verrückt. Okay. Das ist sehr richtig. Krass. Okay. Das ist das, was mir gegeben wurde. Ja, nee, aber ist okay. Ein Wort. Aber er fühlt sich wohl, ne? Auch so in den Farben. Es ist also schön warm. Du bist schon so ein bisschen kokett, während er hier wie so ein vollgeschissener Strumpf sitzt. Ja, aber... Eher so am Rande der schweren Depression bist du den ganzen Abend so ganz kokett mit deinem Haar. Ich gehe sowieso davon aus, dass auch Männer rosa tragen dürfen. Müssen. Ja. Müssen weiß ich. Okay. Sollten. Ein Wort. Du hast schon schöne rosa Bäckchen. Was? Lippenstift, Spiegel. Ja, ich darf auch was machen. Spiegel? Ja, wir freuen uns auf dich. Jetzt kommt DNS. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei den Begriffen, die wir bis jetzt die letzten 10 Mal geraten haben, finde ich Raketentest schon sehr komisch. Ja, das stimmt. Schon deutlich schwerer. Ne, deutlich schwerer, ja. So, jetzt kommt wieder Desoxyribonukleinsäure oder sowas. Ohne Spaß. Hoffentlich ist was wirklich Schweres. Hatten wir das schon mal? Nee, das hatten wir zum Glück nicht, aber... So. Was? Oh, Michael Jackson! Oh. Sicher? Wie geil, dass er so ein Moonwalk mit Stoppersocken auf dem Teppich und er kann... Boom! Boah, also wirklich... Aber schön, dass du dir vorher deine Eier noch dazwischen geklemmt hast. Ich bin Hella, wer bist du? Der Jay. Hi. Jay als Engel. Du bist Peter und wie heißt du? Christian. Wie lange machen wir das schon? Seit 2010 haben wir angefangen, so 2011. Ja. Und wie oft macht ihr das die Woche? Jeden Tag. Nein! Jeden Tag 4 Videos. Also nicht sowas, also wir machen das ja von zu Hause. Nein, aber wohnt ihr... Und jeder bei sich zu Hause? Ja, jeder bei sich zu Hause. Und dann ist immer jeder zugeschaltet, oder? Genau. Ja, und habt ihr eine Stunde dann am Tag, oder? Nee, 8. Wir arbeiten in der Regel von... Also Mindestaufnahmezeit ist bei uns so 10 bis 18 Uhr. Genau. Und wo wir dann irgendwelche jeden Tag? Ja. Außer am Wochenende. Genau. Wie? Das heißt, ihr studiert nicht, ihr geht nicht zur Schule, ihr macht keinen Beruf? Ich bin Tierarzt, studierter Tierarzt, aber mache es nicht mehr. Das heißt, das ist wirklich euer Hauptberuf, von dem ihr leben könnt, am Tag 8 Stunden zu Hause sitzen und Kamine erzählen? Ja. Das macht die Komiker, ja genau. Morgen gibt es einen YouTube-Kanal von Hella von Sinn. Ja, den Eindruck habe ich gerade auch. Komm, rutsch mal auf, damit das... Ja, aber ich darf gerade nicht gucken. Deswegen. Ja. So, jetzt muss ich gucken. Was haben wir denn? Ein Wort? Sorry. Das ist ein Regal. Iglu. Ein Wort, ja? Fernseher. Hä? Crash? Okay. Ja, du hast einen Stromkasten. Eisprung! Warte, für Gattung! Das war ohne Scheiß, du warst das Spermium, was in die Eizelle reingegangen ist. Das war eine schlechte Befruchtung, aber es sind zwei Worte. Okay. Befruchtung, ja stimmt. Okay. Befruchtung. Ich glaube, es ist weit weg. Aber jetzt lacht schon mich! Es lacht schon wie er macht den! Ja, das ist der Spermium, was dann halt es ist. Es ist ich! Ja, okay. Es ist ich! Ja, okay. Eine Welle. Frequenz. Ein Samen. Was? Ein Ei. Okay, ein nicht Das ist ja daneben quasi, das geht ja nicht rein. Eine Befruchtung, die nicht geklappt hat. Alter! Ein verkacktes Feuerwerk. Was soll das sein? Also da fang doch mal ganz von vorne an. Komm, okay. Ist das wie viele Wörter? Ein Wort. Okay. Wir tun mal so, als hättest du Impotenz. Noch nichts gemacht. Fang noch mal ganz kurz an, Hella. Ganz von vorne, ganz von vorne. Okay. Kreis. Nein. Nee, oh, das ist schwierig. Schreibst du das gerade? Schrift. Ist das heißer Draht? Ah, Glühbirne? Boah, freue ich mich auf die Auslösung. Was? Was macht man denn da? Oh, wir haben vielleicht was den Raketentest schlägt. Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oh ja. Oh.
Fliegen. Titanic. Titanic, was? Nein, nein! Das und was hast du gespielt? Was hast du gespielt? Ich wollte Eisberg. Boom. Oh. Ja. Ey, guck, das hat direkt funktioniert. Das hat direkt funktioniert. Ich hab nicht dran gedacht. Aber du hast dran gedacht und deswegen beide super. Ja. Klasse. So, jetzt kommt wieder her, Raketenstart. Test. Raketenstart. Oh, was ist das denn? Ach ja, stimmt. Ich war schon so excited. Damit die Zuschauer mitraten können. Nicht gucken. Ja? Ja, wenn die mitraten wollen, dürfen die ja nicht gucken. Das stimmt. So. Jay. Engel. Der Jay. Okay. Zwei Wörter. Erstes Wort. Säufer. Trinken. Betrunken. Rausch. Gift. Rauschgift. Torkeln, okay. Moment, was ist denn jetzt das Richtige? Nein, also es war noch kein richtiges dabei. Okay. Ich wollte nur euch schon Tipps geben. Okay, okay. Tor. Fußballtor. Tor. Freistoß. Ball. Flug. Ball. Ecke. Ach, der geht um in den Winkel. Nee. Pfosten? Pfosten. Okay. Vollpfosten. Ja! Nein, wie gut, Vollpfosten. Ja, aber wie gut. Deswegen habt ihr es auch nicht gezeigt, weil es ist natürlich. Geil, ne? Als wüsste ich, dass du ein Vollpfosten bist. Ja. Mann, ach doch. Das weiß man doch nach zwei Minuten. Ja, richtig. So. Ich komme mal mit rüber. Sehe nichts. Aber ihr seid gut und das ist toll, dass ihr euch als Team schon so gut kennt. Und dann, das finde ich super. Ja, wir machen, also den YouTube-Kanal gibt es tatsächlich schon seit 6 Jahren jetzt, glaube ich, seitdem wir das machen. Also von daher. Okay. Ich musste seit der 5. Klasse bin ich dein Ernst? Ihr sitzt alle drei. Wir sind fünf. Und wir haben noch sechs Angestellte oder so. Ja. Schalten untereinander hin und her. Ja, wir spielen halt Spiele dabei häufig und machen halt Videos, Entertainment-Videos, Unterhaltung. Ja, ja. Ich meine, Sie haben ja auch das Studium. Aber 8 Stunden ist ja lang. Ja, 8 Stunden ist viel. Habt ihr Pausen? Könnt ihr essen, pissen? Also pissen können wir schon. Ja, Essen, Pausen machen wir davor. In der Regel machen wir das auch vom Klo. Ja. So! Okay, ein Wort. Alter. Was? Gronkh! Erik! Okay, Jay war schneller. Das ist voll billig. Du willst doch nur nicht aufstehen. Ich will dir auch mal eine Chance geben. Das soll, glaube ich, heißen, dass du auch mal sollst. Gronkh, du musst jetzt eine Pantomime machen. Jetzt komm jetzt hier hin. Ja, los, hopp. Ja, das, ja das ist doch herrlich. Das sagt doch jeder. Ja, nimm dir einen Zettel, gib dem Mann einen. Zettel. Ich muss das alle in die Kamera halten. So, guckt alle anderen weg. Alle anderen gucken weg. Also, wenn es zwei Worte sind, kannst du zwei machen. Und wenn es ein Wort ist, machst du eins. So, jetzt sei lieb. Halt's bitte in die Kamera und wir gucken weg. Ja, Schatz, ich will. Ach, ich krieg hier richtig Sex heute Abend, ich morgen. Wird richtig heiß nachher. Oh ja. Du kriegst gerade noch eine Gurke gereicht. Okay, eine Gurke. Ja, bei Pantomime braucht man auch gar keine Gurke. Ich bin eigentlich ja, für Pantomime dran, ist es schöner ohne Gurke. So. Ja. Also, Freunde. Ja. Gut. Ein oder zwei Wörter? Zwei Wörter. Ah, ja. Haus. Dach. Berg. Tipi. Pyramide. Zelt. Spitze. Pyramide. Zelt. Was zum Camping? Teufel tut er da? Pyramiden? Was? Steine. Steine stapeln? Steine? Ja, das ist eine Pyramide, Haus? Oder nicht? Nee. Empire State Building. Was ist denn das für eine Pyramide? Das ist ja nicht. Eckiges. Das ist doch keine Pyramide, die ist doch nicht rund. Kannst du die Tannenbaum! Oh, Tannenbaum! Tanne! Baum! Tanne! Tannen, das erste Wort, also war schon richtig. Tanne? Tannenbaum. Das allererste Wort, genau. Tannenbaum. Tannenbaum. Sieg! Starker Tannenbaum! Tannenstamm. Ah, Latte! Okay. Tannenbaum-Penis. Nein. Tannenbaum-Ast. Tannenstamm. Wie heißt es denn nochmal? Tannenbaum-Ständer. Tannenbaum-Ständer. Ja, Mann! Ja! Wie gut ist das denn? Der Tannenbaum-Ständer. Ja, natürlich, wie gut das gemacht hast. Du warst so gut, du machst das direkt nochmal. Jawohl. Voll danke. Ich glaube, die brauchen nur ein Beppo hier. Du bist total talentiert, aber du bist auch sehr gut im Rad. Und bringt ihr nochmal hier einholen. Das, das ist das, was ich mir auch bekomme, wenn ich okay. hier mit dem Team bin. Kannst du wenigstens etwas. Ja, ihr werdet die Meinung sofort ändern. Das ist so schön. Die Meinung wird gleich umschlagen, denn ich weiß überhaupt nicht, wie ich das hier... Lob. Ich bin jetzt da. Das ist so ein Traum. Die dicke Tante ist jetzt da. Ja. Lob. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist nicht schlimm. Ich zieh meine Hose hoch. Das hat aber nichts mit dem Wort zu tun. Ein Wort oder zwei Worte? Zwei Worte. Er kriegt die ganze Zeit, oder?
Feuer, Drache. 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 Da wäre ich aber jetzt nicht drauf gekommen. Drachen, nein. Drachenfeuer. Nee, Drachenschiff. Drachenfeld. Wikingerschiff. Nee, Drachen. Schiff. Drachenboot? Ja! Oh, Drachenboot? Oh, Alter! Du kannst das nicht! Dinge geschehen hier! Was ist denn ein Drachenboot? Ein Drachenboot ist doch von... Da sind die Wikinger drauf gefahren. Genau. Entschuldigung, ganz kurz. Ich mache gerade zu dem Kollegen hier eine Pantomime, nämlich. Homer Bier Pantomime? Und er, Das ist die Homer Bier Pantomime. Könnte ich noch so ein weißes Sion bitte bekommen? Da waren bitte dabei. Das kommen ja schon ab. So, wer macht nein, das auf keinen Fall abnehmen. Erik, willst du mit? Unten hat man meine Pantomime. Ja, ich rate gerne mit. Aber öffnen wir noch. Mal aufstehen, ich rutsch mal. Ja, er hat mir sogar direkt noch eine mitgebracht. Aber ich kann jetzt hier auf mit euch sitzen. Ja, mach doch einfach. Das ist ein Angebot. Ist doch egal, wenn du Zeit hast, bleibst du einfach. Wenn du Zeit hast, bleibst du einfach. Ja, ich bleib einfach. Sehr gerne. Aber nur wenn ich hier esse, Pantomime spiele. Essen gibt's auch. Ich will das Essen nicht. Ah ja. Nee, nicht so gerne Fleisch. Ich habe schon Sodbrand vom Riechen. Wir haben auch Salatbar unten, soweit ich das mitbekommen habe. Ach, Salat habe. Will ich auch nicht. Aber wenn ich hier ab und zu ein Bierchen kriege, bin ich... Aha, so bist du wieder dran. Gib das Beste. Du, Jay, Vollpfosten. Arschloch, Idiot, Vollpfosten. Wichser. Idiot. Zwei Wörter. Schön, dass ihr alles raufhaut. Mobbing-Opfer. Guter Pantomime-Spieler. Flach. Flach. Auf jeden Flach. Transsexuell. Okay. Flach ist das erste Wort. Flach, was gibt's für Flachwichser. Flachbau. Flach, Krokodil. Flachlandkrokodil, nee, Flachschwätzer. Flachschnapper, nee. Flachkörper, nee. Flachdreher. Flachteich. Flachball. Flachball. Flach. Okay, was passiert da? Flach- und Sachgeschichte. Befruchtung. Das war gut. Flach, was? Flachzange. Ja! Ah, Zange, hey! Flachzange. Flachzange. Ah, du kannst das nicht. Ich hab das so nicht. Du kannst das super. Lass ihn nicht hängen. Achso, Entschuldigung. Yes. Entschuldige. Moment, wer ist jetzt dran? Komm, Erika, der Raken. Hä, bin ich schon wieder? Ja, du musst, der muss aufstehen. Deswegen raten wir auch absichtlich immer schlecht. Oh, das ist der Letzte. Oh, der Letzte. Das ist der Letzte. Ich wollte mich nur ein bisschen hinsetzen bei euch. Ja, richtig. Immer so, ja, man weiß es eigentlich schon, aber man sagt es nicht, damit die anderen... Komm schon, letzte Runde schön. Ach klar. Achso. Kann man das lesen? Kann es sein, seitdem ich hier bin, dass wir nicht einen Euro eingenommen haben? Was? Nein. Was ist hier los? Die Leute sind von ausgeflippt übrigens. Ganz viel heller Liebe. Komplett. Oh, im Chat. Ganz viel heller Liebe. Das ist ja süß. Es war sehr schön. Dass ich noch gekommen bin. So, und jetzt das passende Wort dazu. Es tut mir echt leid, das zerstört die Stimmung ein bisschen. Ikone! Leider nein. Oh, zwei Wörter. Urgestein. Warte. Kackbratze. Oh, da darf ich nicht mitmachen. Scheißhaus. Also kacken. Kacke? Ab. Drücken. Scheiß, Kacke. Brillen. Brille. Brille? Oh, Toilettenbrille. Kackbrille? Brille ist das zweite. Brillenkack, nee. Kack, hä? Nee, Brillen ist das zweite. Meine Brille. Toilettenbrille, Kacke, hätte ich jetzt gesagt. Klobrille. Ja. Ah, Klobrille. Aber wir haben nur Toilettenbrille gesagt. Ja, eben, da waren wir doch ziemlich nah dran. Ziemlich nah dran, aber nicht nah genug. Aber er hat Klobrille eben gesagt. Ich hab Klobrille. Du hast Toilettenbrille, dann geh du nach vorne. Ja, aber wir haben keine Begriffe mehr. Wir sind du durch. Bist verrückt. Ja, wir haben alle Begriffe ausgespielt. Und das war auch die letzte Runde, glaube ich, ne? Ja, das war die letzte Runde. Oh, war die letzte Runde, weil leider, ich jetzt einen Stift, da können die Rückseite kann ich nehmen. Ja, aber dann wissen Sie ich ja die Begriffe Gronkh, schon. Heißt der Gronkh, der Mann? Gronkh. Ähnlich, Gronkh. Aber so passt, Gronkh, oder aber Erik. Gronkh ist einfach auch schön jetzt in der Weihnachtszeit, Gronkh, oder Gronkh? Ich glaube, wir haben Glühwein gleich. Ja, ja, ich freue mich für dich. Ja, geil. Gib ihm. Wohin gebe ich denn jetzt ab? Ja, wohin ich habe keine Ahnung. Wohin gebe ich denn jetzt ab? Wohin gehen wir gehen jetzt ab nach unten und ich weiß nicht, wie es jetzt genau aussieht, aber ich sage auf jeden Fall nochmal sicherheitshalber vielen lieben Dank, Frau von Sinn, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank waren. Für die Einladung und ich möchte mal ganz kurz sagen, dass ich das ganz toll finde, dass so viele junge Männer in schwarzen T-Shirts oder auch in sehr, sehr peinlichen Kostümen für diese guten Zwecke sammeln. Ich finde es ganz, ganz toll und deswegen bin ich auch sehr gern gekommen. Und vielen Dank. Wurde es erwähnt, dass die Helle umsonst da ist? Also einfach, ja, ich bin umsonst da. Stimmt, Frau von Sinn ist umsonst da. Das sollte man auch noch dazu sagen. Also kostenlos. Ich werde ja toll bezahlt. Ja, darauf ein Prost. Darauf ein Duschabon. Und wir geben nach unten ab. So, tschö, viel Spaß noch. Tschüssi. Was machen die denn jetzt?